1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Hallo, liebe Freunde von Herz, Seele, Ball. Uli, nach der Lesung in Billerbeck. Ja, es ist mal wieder, ja, ich würde sagen, ein normales, freundliches Hotelzimmer. Nicht mehr und nicht weniger. Aber Billerbeck ist ein wirklich sehr schöner Ort. Und deswegen zeige ich euch mal die Titelseite hier aus Billerbeck. Herz, Seele, Ball für Samstag. Das ist der Dom hier. Herz, Seele, Ball auch auf Instagram. Tobi sagt mir, ich soll das immer wieder erwähnen. Puh, was für ein Tag. Hab gerade gesehen, Augsburg hat 1-0 gegen Leverkusen gewonnen. Und diese Leverkusener sind für mich irgendwie, es ist unglaublich, dass die es nicht schaffen, Stabilität herzustellen mit diesen Spielern, mit diesen Klassenspielern. Und großen Respekt vor Augsburg, 3 wichtige Punkte. Fortuna Düsseldorf gewinnt in Paderborn, verliert in Paderborn 4-1. Und Paderborn hoffentlich wieder auf dem Weg ganz nach oben, den gönne ich das. Und Darmstadt gewinnt in Sandhausen 4-0. So ganz, by the way, mal die Zweitliga-Ergebnisse. So, ich war heute bei Brillux. Es ist eine Farben- und Lackfirma in Münster. Und es war ganz toll. Ich war in einem 3D-Kino, möchte ich fast sagen. Und draußen war angeschlagen, reserviert für Uli Potowski. Ist das toll? War sehr schön, mal wieder in eine Branche hineinzuschauen, in die ich sonst auch nie so reinschaue. Spannende Aspekte. Danach bin ich weitergefahren nach Billerbeck, da bin ich ja jetzt noch, und hatte eine Lesung mit Wolfgang Bosbach. Keine Fotos gemacht, aber ich kriege in den nächsten Tagen sicherlich noch welche. War eine tolle Veranstaltung, hat riesig Spaß gemacht. Eine Mischung aus Ernsthaft und Spaß und auch Billerbeck, unheimlich dunkle Nacht. Hat wirklich Spaß gemacht, dort heute zu arbeiten. Und was irre war, da war jemand mit einem Foto, der Jahrgang 52 war, genau wie ich, und der hat mir ein Schulfoto gezeigt, das irgendwie 60 Jahre alt war oder noch älter. Irres Gefühl, da waren wir beide gemeinsam drauf. Verrückt, was man manchmal so erlebt bei Lesungen. Ich empfehle euch das, wenn ihr könnt, kommt mal vorbei bei mir. Egal, wenn ich mit Jürgen B. Hausmann lese oder mit Wolfgang Bosbach. Es lohnt sich, beides zu besuchen. Jetzt bin ich auf dem Trip schon fast unterwegs nach Bochum, morgen VfL Bochum gegen die Hoffenheimer. Wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Jetzt machen wir eine ganz kleine Unterbrechung, meine Operwerbung. Und danach würde ich sagen, tue Gutes und rede drüber. Für uns wird's jetzt noch günstiger, dank Opa. Echt? Ja, ich bin jetzt auch mit euch bei der Telekom. Cool, Opa. Dann hast du jetzt auch ein Smartphone? Ha, und was für eins. Das neue T-Phone Pro, das 5G-Premium-Smartphone mit Vierfachkamera. Holt es euch für nur 1 Euro zu den Magenta-Mobilangeboten und spart zusammen richtig. Denn je mehr ihr seid, desto günstiger wird's. Jetzt bei der Telekom. So, das war der freundliche Hinweis von den Kollegen, die sagen, umso mehr Familienmitglieder, umso günstiger wird es. Tue Gutes und rede drüber. Kurpfalz 04 hat hier oft eine Rolle gespielt. Machen wirklich viele tolle Aktionen. Ja, ich weiß, es sind Schalker. Und man hat mir ein kleines Video geschickt, wo man nochmal so ein bisschen das zusammenfasst, was so passiert ist in den letzten Monaten dort und was die alles auf die Beine stellen. Aller Ehre wert. Und da freue ich mich drüber, dass das Schalker machen. So. Das sage ich mal in aller Deutlichkeit. Es kommt das Video, ich sage vorher Tschüss. Und irgendwo reden Leute hier in Billerbeck. Morgen geht's weiter aus Bochum. Gute Nacht.
Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.